Ja, hallo YouTube, hallo Finanzrudel, hallo, also hier mag ich jetzt ein kurzes Video über CSGO investieren. Das haben ein paar Leute gefragt, was ich da mache, und jetzt werde ich das mal zeigen. Also als erstes bin ich hier auf TradeGG. Man kann sich da über Steemit kann man sich einloggen. Also ich logge mich da mal kurz aus, damit ihr ein bisschen. Also zuerst braucht ihr einen Steemit-Account. Wenn ihr einen Steemit-Account habt, könnt ihr einfach sign in mit Steemit machen. Okay, gut, dann eben schau ich mal. Also ich habe da relativ viele Accounts. Jetzt habe ich mich jetzt die mit eingeloggt, und jetzt hier seht ihr, habe ich ein bisschen Balance. Und hier auf dieser Seite zeigt es euer Inventar, und hier auf dieser Seite ist es, was ihr so kaufen könnt. Alles gut. Also jetzt ist das mein Inventar. Also hier will ich jetzt eigentlich nichts weggeben, aber ich möchte gerne ein bisschen Balance, 124, und jetzt will ich eben ein bisschen etwas kaufen. Und ich kaufe es und stelle es als kaufe es trade locked für eine Woche, und dann verkaufe ich es nach einer Woche wieder zurück, und dann kriege ich 1% mehr Guthaben. Aber das ist, ich helfe dieser Seite Liquidität zu stellen, und dann bekomme ich dafür 1% pro Woche. Und das ist, wenn ich 1% pro Woche bekomme, rechne mal das so aus. Also 1% pro Woche. Und dann rechne ich mal, das sind ja 50 Wochen in einem Jahr. Und dann habe ich dann nachher 164 Prozent. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 10.000 Dollar habe und dann das 1% verzinse, habe ich dann in einem Jahr 6.000 Dollar. Also das ist nicht schlecht. Also das heißt, ich habe hier eigentlich wie theoretisch passiv Einkommen, und dann kann ich da mit 10.000 Dollar habe ich nach einem Jahr ein Plus von 6.000 Dollar etwa. Also gut, wie mache ich jetzt das? Das ist relativ einfach. Also ihr müsst ja am besten heidet ihr die User Listings, und dann die 7 Trade Lock müsst ihr suchen. Und dann oben dann filtert ihr da mal was, und jetzt habe ich dann 124,13 Dollar als Balance. So wie ich mir das kaufe, mache ich 125 hier, damit ich genau das suche, was ich finde. Also hier. Und muss ich jetzt, ich kaufe mir mal diese Handschuhe hier für 120. Jetzt habe ich noch 24 zur Verfügung. Ich mal schauen, 25 gehe wieder ein, und dann schaue ich mal, was ich da finde. Und dann nehme ich da irgendwie das da. Und dann nehme ich ein bisschen, ja, ein bisschen das da. Hier habe ich noch, jetzt habe ich noch 119, jetzt habe ich noch 5 Dollar, jetzt möchte ich ihm 5 Dollar was kaufen, also nehme ich wieder das da. Also gut, jetzt habe ich hier etwa so um die 123 drin, ordentlich. Und dann gebe ich das durch, einen Moment. Und dann hier wird fragt es nach dem Trade-URL, dann klickt ihr da drauf. Dann kommt ihr auf Steemit, und dann kriegt ihr die Trade-URL. Hier könnt ihr dann copy-pasten, und dann könnt ihr das speichern. Jetzt momentan könnt ihr den Trade ausführen, das heißt, momentan müsst ihr akzeptieren. Dann werden jetzt die Trade, die ihr akzeptiert, wenn ins Inventar verschoben. Und jetzt gehe ich dann in mein Inventar, dann seht ihr, was da passiert. Dann sind die Items hier für etwa ja, plus minus eine Woche sind die gelockt. Und nach einer Woche kann ich das dann zurückverkaufen. Also ich habe jetzt hier, habe ich das gekauft für 102 Cent, und jetzt kann ich das für 1 Cent, 1 Dollar kann ich das mehr verkaufen. Also für dich 1 Dollar. Also ich habe das auf dem anderen Account, den ich meinen anderen Account habe ich das auch schon gemacht. Also hier habe ich zum Beispiel 468, da habe ich noch zur Verfügung. Hier mein Inventar seht ihr dann, wie viel ich gelockt habe. Also ich habe schon über 1000 Dollar habe ich Profit gemacht. Also schon 70.000 Dollar habe ich da zurückgekauft. Also hier in 18 Stunden wird das wieder angelockt, dann kann ich wieder zurückverkaufen. Und dann, das habe ich vorhin gemacht. Okay, gut. Jetzt habe ich eben diese 100. 48, 486 habe ich jetzt noch übrig. Möchte ich das gerne ausgeben? Mal schauen. Also gut. Also dann filtere ich da hier. Und dann habe ich da eigentlich noch Schlüssel. Die Schlüssel kann ich direkt auch zurückverkaufen. Also was mache ich jetzt? Also ich möchte gerne diese Schlüssel möchte ich loswerden. Das heißt, die brauche ich eigentlich nicht. Also gebe ich mal alle Schlüssel weg. Das sind ziemlich viele Schlüssel. Dauert dann eine Weile. Die Cases möchte ich behalten. Die möchte ich behalten. Also momentan habe ich dann hier über 108 Dollar gebe ich TradeGG als Balance, wirklich Guthaben. Und dann möchte ich gerne diese Waffe, die gerne, schaffe ich dieses? Nein, schaffe ich nicht, zu so teuer. Also gut, dann hätte ich wahrscheinlich gerne das da. Und dann schiebe ich nochmal rüber. Also momentan habe ich 400 Dollar, und dann möchte ich noch irgendwas für 100 Dollar möchte ich noch gerne haben. Also nehme ich wahrscheinlich
Habe ich das da? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, es könnte. Nein, es ist teuer. Also, ich dachte mir, aber so plus um die $100. Also dann nehme ich nochmal diese Gloves, wenn es geht. Okay, gut. Momentan versuche ich mal. Also, erst, das sollte, glaube ich, so viel ich weiß, also das gehen. Okay. Gut, dann. Ups, was passiert? Also, okay. Ich habe nicht genug Balance. Das müsste eigentlich gehen. Ich habe ja hier. Ich habe $100 mehr und dann habe ich hier das. Das müsste es eigentlich theoretisch ausgleichen. Okay, geht nicht. Also dann mache ich mal nämlich das Knife nicht und dann suche ich es einfach mal so. Also gut, habe ich das verstanden. Habe ich einen Trade Lock. Jetzt, was passiert da? This can be because the extreme of items in your dream inventory. Okay, Moment, ich habe zu viele von diesen Dingen weggegeben. Also muss ich ein bisschen, reduziere ich mal ein bisschen. Das geht immer noch nicht. Also gut, dann nehmen wir auch mal alle Keys weg. Machen wir auch mal alle Keys weg. Oder vielleicht geht es dann jetzt. Also, ich versuche es mal so. Okay, gut. Momentan sieht das. Also, die ganzen Keys, die sind ein bisschen dämlich. Also, nehme ich einfach alle Keys weg. Das macht mir dann das Leben einfach. Also, momentan will ich für 468 will ich was kaufen. Also, dann kaufe ich das da. Und dann kaufe ich wahrscheinlich das da. Also, jetzt habe ich so also um die 430. Also, das so in Ordnung. Vielleicht kaufe ich noch was. Ja, das kaufe ich später dann. Also, und dann kaufe ich jetzt diese Dinge. Akzeptiere das. Und dann habe ich jetzt im Inventar und ist das dann hier rüber gewandert. Und ich tue das mal refreshen. Also momentan habe ich diese Dinge habe ich gekauft. Also dieses Knife, Double Face Knife One und dann das Butterfly habe ich auch gekauft. Und das kriege ich, das Geld, das ich habe, ist zu diesem Preis habe ich es gekauft. Und dann nach einer Woche kriege ich dann 1% zurück. Also etwa ein bisschen weniger als $3. Also das ist recht gut. Also für, und dann, wenn ich das regelmäßig mache, dann kriege ich dann etwa 60%. Also ein bisschen mehr als 60%. Ich habe mir ausgerechnet, das sind etwa 65, ja, so, ja, etwas weniger als 65% Return on Investment. Also das ist ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, wenn ich, also ich will euch mal irgendwie, wenn ich das mache, wenn ich das regelmäßig mache, muss mal schauen, falsch. Also durch 1000. Also wenn ich jetzt, ich tue das mal, ein bisschen, mache ich jetzt, also ich tue das mal ausrechnen, also ungefähr für nochmal, also auf, na, jetzt habe ich einen Tick. Also 1001, eben dann noch hoch 50, sind 5, sagen wir mal 50 Wochen, also eigentlich sind es 52 Wochen pro Jahr, aber machen wir gerade 52 Wochen. Also gut, dann haben wir hier diese Prozentzahl und dann sagen wir mal, ich mache das 5 Jahre, also mal 5, glaube ich. Nein, ich muss 1, also ich muss ja den Zinsen sehen, also muss ich das glaube ich mal entweder mal 5 oder hoch 5, nein, also theoretisch kann ab hoch 5, genau, so, dann hoch 5. Das heißt, nach 5 Jahren, wenn ich das regelmäßig mache, also jede Woche mache ich da diese Menge und dann nehme ich an, ich hätte $10.000, dann hätte ich aus meinen $10.000 hätte ich dann. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also gut. Also 1,01 hoch 52. Und dann hoch 5. Dann ist das die, das ist das mal 17%. Und dann mache ich das mal 1000. Nein, wenn ich 10.000 habe, also $10.000, wenn ich das jedes Jahr oder also jede Woche für 1% verzinse, dann habe ich nach 5 Jahren habe ich dann 100. $32.000 aus $10.000. Also das heißt, ich habe da richtig, also fast über 100.000 Dollar, also über $120.000 verdient. Nur das, damit ich eigentlich Liquidität zur Verfügung stelle. Also habe ich mein verdreizehnfacht. Also mein Kapital, egal ob ich jetzt 1.000 mache oder $10, also $10, also $100 zum Beispiel, ja, sagen wir mal $1.000, was muss ich sagen. Nach $1.000 habe ich dann irgendwie das 13-fache. Also 1.000 habe ich dann $13.000. Und das ist nicht schlecht. Also für mich ist das relativ. Also in 5 Jahren kann ich da sehr viel Vermögen erzielen. Und dann kann ich dann nachher das Guthaben verkaufen. Dann, also all die Waffen oder was es das ist. Die Skins kann ich dann verkaufen. Und dann kann ich mir was Schönes gönnen. Also ein Haus oder irgendein Auto. Alles gut. Das ist eigentlich so das Prinzip. Also wenn ihr mich gerne unterstützen werdet, da habe ich so einen Referral-Code.
Ich habe jetzt hier eigentlich nur 7 Referrals, aber hier ist dieser Referral-Code. Ich hänge ihn dann auch unter das Video. Wenn ihr, weiß nicht genau, ob ihr was bekommt. Also ich kriege auf jeden Fall was für euer Volumen, das ihr da handelt. Und ich glaube, ihr kriegt dann auch irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Also ich glaube, hier irgendwie nicht beschrieben. Also ich habe es nichts gesehen, aber ich glaube, man sollte auch etwas bekommen. Mal schauen. Also wenn man den Code redeemt, müsste man hier, hier müsstet ihr, glaube ich, den Code redeemen. Mal schauen. Ja, die, da fehlt irgendwie ein bisschen von der Seite. Die haben da nicht alles wirklich komplett beschrieben. Okay, im Moment, ich tue da auf jeden Fall sicher noch mein, den Rest von meinem Guthaben investieren. Also nein, ich will nicht falsch. Mich konzentrieren. Also gut. Dann klicke ich da mal ein bisschen auf Items, die ich gerne habe. Also momentan habe ich noch zur Verfügung, habe ich noch 36 Dollar. Dann hätte ich noch gerne irgendwie Items für 36 Dollar gekauft. Also gut, das hätte ich da gerne. Ich hätte am liebsten was Größeres. Also hier nehme ich genau dieses, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Ah, das ist so ein Pin. Okay, nehme ich diesen Pin. Da habe ich schon 24, da muss ich noch für 12 Dollar nehmen. Dann nehme ich noch, habe ich jetzt einen anderen Pin? Nein, jetzt nicht. Dann nehme ich noch, vielleicht nehme ich das, diese, das 3670, 36, dann nehme ich diese Waffe hier am besten. Habe ich sie? Mal schauen. Ah genau, habe ich sie. Also jetzt habe ich diese Waffe genommen und dann ist das 7 Dollar Trade Lock und dann habe ich dann nachher mein Guthaben aufgebraucht. Okay, und das mache ich dann jetzt mit 29 Accounts und dann verdiene ich da ziemlich schön regelmäßig etwas. Und langfristig werde ich da aus 10.000 Dollar werde ich 130.000 Dollar machen. Und ich habe ein bisschen mehr, also Leute, die da das auch machen will, kann, wenn ihr mich unterstützen wollt, also wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr bitte meinen Code benutzen. Also ich weiß nicht genau, was man bekommt, also ich müsste es mal testen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Also ich werde sicher auch regelmäßig CSGO-Videos machen und auch bei Bitcoin und Kryptowährungen werde ich auch regelmäßig Videos machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.